Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, so berichtet Anas radiyallahu anhu arda, unser Liebling, als er einen Brief verfasst hat, um ihn an den Kaiser, den König von Rom zu schicken, dann sagte man zu ihm, das heißt die Gefährten, die um ihn herum sind, O Gesandter Allahs, diese Kaiser, diese Könige akzeptieren keinen Brief, außer er ist gestempelt. Bis dato hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Ring gehabt. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich einen Ring aus Silber genommen. Und er berichtet der Überlieferer, als ob ich den weißen Glimmer an seiner Hand sehen könnte. Und es war in dem Ring eingraviert, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Was erfahren wir über diesen Hadith? Dieser Hadith beweist uns, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesen Ring nur getragen hat aufgrund eines Bedürfnisses. Was war das Bedürfnis Abu'l-Bara? Das Bedürfnis war, dass er die Briefe gestempelt hat. Das war seine Haja. Das war sein Bedürfnis. Tayyib Abu'l-Bara. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das für einen bestimmten Zweck verwandt. Aber ist das jetzt für den Mann nicht erlaubt, einen Ring zu tragen? Wir sagen, so ist die Frage falsch. Wir sagen, es ist keine Sunna für den Mann, den Ring zu tragen, aber erlaubt. Bitte achte darauf. Ja, was willst du uns damit sagen, Abu'l-Bara? Sollen wir jetzt tragen oder nicht? Schaut, liebe Geschwister. Wenn wir sagen Sunna, dann sagen wir, das wäre eine Ibadah. Das ist aber nicht so. Und demnach würdest du dafür belohnt werden. Weil jede Ibadah, die dir vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam so beigebracht wurde und du hierin ihm nachmachst, wirst du reichlich belohnt, bi'idhnillah ta'ala. Aber Mubah bedeutet, es ist erlaubt. Ein Mann darf natürlich einen Ring tragen.